Herzlich willkommen in der Galerie Art Innovation. Künstlerinnen. Kunst findet statt im Atelier in der Amterstraße hier in Pradl. Kunst und Werke entstehen, also Kunstwerke. Es ist ein Ort der Kreativität und ein Ort der Energie. Eine Energie, die die Kunst fördert, hervorbringt, verstärkt und unterstützt. Bei Christian Erhardt haben wir Künstler und Künstlerinnen eine Arbeitsheimat gefunden. Und in dieser Gruppenausstellung präsentieren wir gemeinsam die Kunstwerkstatt Pradl. 2017 eröffnete Christian Erhardt nach langer Sanierung und Renovierung die Räumlichkeiten in der Amthorstraße. Wir, die Gruppe, die Malerinnen, waren die Ersten, die hier eine neue Heimat fanden. Wir malen schon seit einigen Jahren gemeinsam. Nach und nach kamen immer mehr und neue Künstler und Künstlerinnen dazu. Und mittlerweile vibriert der Ort vor Kreativität. Es ist schön, wenn in den verschiedenen Räumlichkeiten im und ums Haus gewerkt, geschaffen und produziert wird. Unsere Arbeitsweisen und künstlerischen Zugänge könnten unterschiedlicher nicht sein. Alexander Markovic. Er ist geboren in Bosnien-Herzegowina und studierte an der Universität Mostar an der Akademie der Feinen Künste. Er war Artist in Residence an verschiedenen Orten und ist Mitglied in der Künstlergruppe Lucido. Er unterrichtete Kunstgeschichte in Tuzla und zog 2014 nach Florida, wo er als freier Künstler arbeitete. Und seit einigen Jahren lebt und arbeitet er als selbstständiger Künstler in Innsbruck. Seine Arbeiten beschäftigen sich mit dem Menschen, dem Kopf, Gesicht und Körper. Er verwendet 3D-Pens. Und durch diese Technik werden die Zeichnungen und Linien plastisch und erstrecken sich in den Raum. Sie überschreiten den Bildraum zum Betrachter hin. Die Malerinnen. Wir sechs Frauen, die Malerinnen, malen schon seit einigen Jahren gemeinsam. Aus- und Weiterbildungen absolvierten wir bei verschiedenen Künstlern im In- und Ausland. Gerne besuchten wir und besuchen immer wieder die Kunstakademien in Bad Reichenhall und Kolbermoor. Teilweise treffen wir uns bei denselben Lehrern und Dozenten, dann wieder folgt jede ihrer eigenen Leidenschaft und dem eigenen Interesse. Gemeinsam sind wir auch immer wieder im Sommer auf der Art Didakta in Innsbruck. Jede von uns hat sich individuell weiterentwickelt und doch gibt es die Gemeinsamkeit des Tuns, des Malens. Der künstlerische Austausch ist uns in der Gruppe wichtig und bereichert das eigene Tun. Malen ist ja ein eher einsamer Job und da hilft es, sich mit Gleichgesinnten austauschen zu können. Und die Mitglieder und Arbeiten unserer Gruppe stelle ich nun kurz vor. Birgit Neurohrer. Birgit spricht von ihren Bildern als Experiment. Sie lässt sich von den Farben und Formen leiten, die von Landschaften und Gesichtern inspiriert sind. Sie begann 2001 mit der bildenden Kunst
und seither setzt sie sich mit verschiedenen Techniken und Materialien auseinander. In dieser Ausstellung zeigt sie ihre neuesten Werke zum Thema Frausein. Es ist die Auseinandersetzung mit den Themen Hingabe, Geborgenheit, Tabu, Leidenschaft, dem Wesen der Frau und dem, was es heißt, jetzt und heute Frau zu sein. Ulrike Meisel. Ulrike absolvierte die HTL für angewandte Malerei in Innsbruck und blieb ihrer Leidenschaft bisher treu. Sie arbeitet in Acryl und Mixed Media. Und es geht in ihren Arbeiten immer um den Menschen und um seine Interaktion mit der Umwelt. Die Aktbilder symbolisieren Nacktheit und Verletzlichkeit des Individuums. Malt sie Gesichter, eröffnen die Augen einen Blick in die Seele und in die Geschichten, die dahinter stecken, jedoch unergründlich bleiben. Sie sagt, das Auge ist der Blick nach außen und nach innen. Karin Lesser arbeitet künstlerisch seit 2003 und seit 2017 ist sie diplomierte Kunsttherapeutin. In ihren Werken geht es um das Wasser. Wasser, das für alle lebensnotwendig und ein Anziehungspunkt ist. Es erscheint in verschiedenen Aggregatzuständen, berührt alle Sinne, beruhigt, wühlt auf und kann aber auch gefährlich sein. Und diese Faszination für die verschiedenen Stimmungen und Reflexionen, die das Wasser erzeugt, übersetzt Karin in ihre Bilder. In manchen Bildern sind es winzige Ausschnitte der Wasseroberfläche, die sie bildlich umsetzt. Und sie nennt es Momentaufnahmen einer bewegten Natur. Angelika Eckerieder-Vogritsch beschäftigt sich seit ihrer Jugend mit Malen und Zeichnen. In ihrer Arbeit geht es um die Wahrnehmung der Welt, die Welt im Außen und im Innen. In den Werken, die sie hier präsentiert, geht es um Menschen, Natur, das Werden und Vergehen, also um das Leben. In den Bildern zeigt sie Variationen von Mischtechniken in Acryl, Buntstift, Pastell und Pigmenten. Der Fokus liegt besonders auf dem zeichnerischen Element und der Vielseitigkeit der Künstlerin. Christine Scherdl begann vor circa 18 Jahren, sich intensiv mit der Malerei zu beschäftigen. Ihre Bilder sind immer etwas geheimnisvoll und surrealistisch. Sie zeigt uns eine theaterähnliche Welt. Das Geschehen passiert wie auf einer Bühne. Und es sind fantastische, ja sogar traumhafte Szenen. Sie malt Menschen, Bäume und Blumen. Wir erkennen eigentlich immer den dargestellten Gegenstand. Aber sie setzt die einzelnen Dinge in ganz neue Zusammenhänge, die sich auch uns nicht immer auf den ersten Blick erschließen. Und ich, die sechste in der Malerinnenrunde, Angela Praster. Ich selbst male seit 2010 intensiv. Und ich war Studentin an der Erwachsenenakademie der Städelschule in Frankfurt. In den Werken, die ich in dieser Ausstellung zeige, geht es um Innsbruck, meine Heimatstadt, und meine Sicht und meine Gefühle zur Stadt. Ich war fast 23 Jahre lang weg, zuerst in Wien und dann 20 Jahre in Frankfurt. Und seit 2011 lebe ich wieder in Tirol und der Blick auf die Stadt hat sich natürlich verändert. In den Bildern verarbeite ich meine Erinnerungen und meine heutige Sichtweisen auf die Heimat. Christian Erhard arbeitet mit Ton. Er zeigt seine Keramikarbeiten. Er tüftelt und erforscht die unterschiedlichsten Techniken in der Töpferei, wie zum Beispiel Rakubrand und Grubenbrand. Mich persönlich fasziniert, wie sich die Farben durch das Brennen in vielfältigen Nuancen zeigen. Es geht ihm in seiner Arbeit um die Prinzipien des Feng Shui. Im Vorgespräch hatten wir von positiver Harmonie gesprochen, die er ausdrücken möchte. Schnell wurde uns aber klar, dass es positive Harmonie gar nicht gibt. Es gibt nur Harmonie. Negative Harmonie wäre keine Harmonie, oder?
das passt schon. Passt schon? Ich bleibe auch da.